Und weiter geht's mit einer neuen Folge vom Aquaristalden, dem Aquariums-Simulations-Verkaufs-Dekorations-Game. Wilder Scheiß, aber auch irgendwie geil. Und ich kann es mir eigentlich auch immer noch nicht so ganz erklären, warum. Aquarium hat aber irgendwie was, oder? So Fischis? Tja, wir sitzen hier mitten im Aquarium wie SpongeBob und machen weiter hier. Und heute gehen wir mal raus aus dem Salzwasser-Aquarium. Und es geht weiter mit dem Süßwasser-Aquarium. Und das sieht ja aus, Alden, du kannst es dir nicht ausdenken. Katastrophe, beim letzten Mal haben wir ja dieses Wunderwerk der Salzwasser-Aquaristik kreiert, ist das richtig? Und heute ist dieses Gerät dran. Bringe das zweite Aquarium auf den Arbeitstisch, heißt es als erstes. Also, rechte Maustaste gedrückt halten, linke Maustaste einmal anklicken. Und dann stellen wir das hier ab. Und da ist der Auftrag schon. Wir müssen hier jede Menge in Ordnung bringen. Denn das sieht ja aus, Alter. Katastrophe. Ja, und wie beim letzten Mal heißt es erstmal Wasser lassen. Zack, 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 zack. Vier Eimer und einen Schlauch. Katheter gelegt und erstmal schön abzapfen. Und einer geht noch. Ah. Und wenn du da den ganzen Geplätscher jetzt auf den Lokus musst, geh ruhig, ich bring mal eben das Wasser weg. So, frisches Wasser ist schon direkt zur Hand. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 4. Schlauch wieder eingepackt. Den brauchen wir später. Wir brauchen erstmal wieder die Schippe und müssen hier den ganzen Dreck rausholen. So, raus mit dem ganzen alten Dreck. Und weg mit der Schippe und weg mit allem, was wir nicht mehr brauchen. Denn wir dekorieren ja hier komplett neu. Also raus damit. Zack, 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 zack. Verkauft. Hier Heizung, Pumpe, tscha, tscha, tscha. Kommt auch alles weg. Und als nächstes wird hier erstmal schön nach dem Altfisch gekeschert. Kleine, stinkende, rote Goldfischis. Goldener Schuppenkarpfen, Alter. Was für ein edler Fisch. So, weg damit. Zack. Und einen haben wir da noch in der Ecke. Halb verschimmelt schon. So, weg damit. Apropos weg damit. Erstmal mal ein bisschen die Fische füttern hier nebenbei. So, die sollen ja auch ordentlich wachsen, ne? Guck mal da, wie sie da gierig werden. Hier, gönnt euch, ihr Lümmels. Komm, einer geht noch. So, dann schrubben wir mal weiter. Schwamm und schrubben. Endlich wieder Scheiben wischen. Ach, wie ich das vermisst habe. So, und von unserem schrottigen Wert von 16 Dollar machen wir hier aus dem frisch geputzten... So, super Aquarium, schon mal 56 Dollar. Und das kriegen wir natürlich auch noch mehr aufgewertet, indem wir da jetzt erstmal schön, ja, ich sag mal, eine schöne dekorative Erde reinfüllen. Wir machen ein Süßwasser-Aquarium und das befüllen wir. Welche Erde nehmen wir denn? Ich würde sagen, irgendwas Helles, oder? Hier, Süßwasser, gekauft. Schaufel dazu, Erde dazu, reingekippt. Zack. Und rein damit. Schön weißen Kies, dann sieht man auch den Dreck besser. So, als nächstes brauchen wir natürlich noch einen dekorativen Hintergrund für unser Aquarium. Und da nehmen wir einfach mal... Nur ganz schlicht so eine graue Pappe. Zack. Dran geklatscht. Fertig. So, dann haben wir einen schönen Kontrast zu den kleinen bunten Fischis. Als nächstes brauchen wir ein paar Lampen oben drauf. Zack und zack. Die kommen einfach hinten dran.
So, so einigermaßen mittig, jawohl. Und dann brauchen wir natürlich Elektronik. Also, wie beim letzten Mal auch schon, hoppala, gehen wir erstmal rein und kaufen etwas fürs Aquarium. Wo ist das Gedöns? Da ist es. Wir brauchen eine wunderbare Pumpe. Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied ist zwischen denen. Ich kaufe einfach mal das hochwertigere Teil. Das sieht auch ein bisschen größer aus und besser. Also kaufen wir auch das hochwertigere. Einmal gekauft. Genauso auch hier bei diesen anderen Artikeln. Hier gibt es zwar diese komische Heizung, aber das ist ja wirklich rudimentär. Und das Teil sieht doch viel geiler aus. Ist aber billiger. Jetzt weiß ich nicht genau, aber ich nehme einfach mal diese beiden, einfach wegen dem Style. Zack, Thermometer, zack, Heizung und die drei Sachen werden eingebaut. 1, 2, 3, jawohl. Kriegen wir das auch eigentlich hier an die Seite irgendwie so ein bisschen so? So, dann haben wir es hier schön versteckt hinten an der Wand. Und jetzt füllen wir das Ganze erstmal ordentlich auf mit Wasser. Preis 356 schon mit der Elektronik, sehr gut. 1, 2, 3, 4, frisches Wasser rein. Gib ihm. Erstes Wasser ist drin. Sofort 400 Ocken. Sehr gut. Und der vierte Eimer. Zack, passt. 1, 2, 3, 4 Eimer wieder weg. Und hier das Ding, die Pumpe, die müssen wir ein bisschen tiefer setzen. Die setzen wir hier so eckig in die Ecke. Jawohl. Dann können wir hier das Thermometer so einmal einstellen. Wir aktivieren das Thermometer auf eine Temperatur von, machen wir auch erstmal hier 25 Grad. Wir können ja immer noch rauf und runter machen. Und wir machen hier mit der rechten Maustaste, zack, die Pumpe an, den Filter an. Jawohl. Und dann lübt das Ganze schon. So, das Wasser wird mittlerweile schön gereinigt und in der Zwischenzeit gönnen wir uns ein paar Pflanzen. Süßwasser klicken wir an und dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Bis zu 25 Grad mag diese Pflanze. Bis zu 30. 24, 27 Grad, bis zu 30, 28. Gucken wir mal, ob wir... Vielleicht sollten wir uns erstmal ein bisschen auch an den Fischen orientieren. Ei, 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 guck mal hier, Guppies. Ist Guppi nicht der ultimative Klassiker? Guppi? Guck mal hier, bis zu 28 Grad. Ich kaufe meine ganze Armee Guppies. Da hätte ich ja Bock drauf. Schön, die Guppies-Algen? Das ist doch nicht schlecht. Also... bis zu 28 Grad. Goldfische lassen wir weg. Guppies. Die Dinger können wir auch nehmen. Auch eher warm. Auch eher warm. Oh, das sind aber schicke Dinger. Wie heißen die hier? Mosaik. Fadenfisch. Und das hier? Das ist eher so ein kleiner wieder. 26 Grad. Kriegen wir das hin, mit, dass wir die beiden kleinen hier haben? Beides auf 26 Grad bis zu... Nee, ist nicht ideal. 28 Grad, 28. So, wenn wir hier auf 27 Grad gehen, auf 27 Grad und den nehmen wir auch noch mit, dann ist das knapp. Kriegen wir ihn mit 27, ihn kriegen wir mit 27. Okay, wir gehen auf 27 Grad und tun diese drei Fischarten hier rein. Ihn hier, den Guppi, und den hier. Perfekt. Also 27 Grad haben wir als Temperatur. Und dementsprechend suchen wir uns jetzt Pflanzen, für die das alles schön ist. Wir nehmen mal ein bisschen größere. Zack, 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 zack. 4 Stück gekauft. Dann nehmen wir die hier. Oh, die gehen nicht. 25 Grad. 27 Grad. Die hier gehen. Auch da schon mal ein bisschen größer. Zack, 4 Stück. 27 Grad, bis zu 27. Hier, dann nehmen wir das. Auch da schon ein bisschen größer. 4 Stück gekauft. So, und rein damit. Zap, 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 zap. Und direkt die nächste Fuhre hier. Schön rein mit der ganzen Deko.
Hier hinten kommt noch was hin. Jawohl. Und hier vorne. Und wir müssen auch noch ein bisschen Platz lassen. Nicht nur Grünzeug überall hin, sondern wir brauchen ja auch noch ein bisschen Platz für irgendwelche Dekoration und Elemente und Steinchen und sowas. So, wo, da passt doch was. Da hat doch gerade grün geleuchtet. So. Und hier kommt auch noch vorne was hin. Kriegen wir das hier vorne so hin? Zack. Und hier haben wir noch was Großes. Jawohl, das machen wir hier hinten vielleicht noch eher. Siehste. So, jetzt kommt noch Dekoration. Süßwasser. Wir brauchen Steine. Verschiedenste Arten. Steine, Steine, Steine. So kleine Tunnel und Hügel und was nicht alles. Irgendwelche Platten. So, und die ballern wir da auch alle rein. So, dann machen wir mal hier so einen ganzen Haufen verschiedenster Steinarten. Auch alles ruhig so ein bisschen übereinander und gestapelt. Ich glaube, wir könnten auch tatsächlich noch ein bisschen was Größeres drin haben. Wie ist es denn mal hier mit dem Holz oder so? So eine olle Rinde. Zack, und hier noch so ein bisschen Geäst. Zack, hier noch so ein Geäst und zack. Sehr gut. So. Das sieht doch schon aus, Alter, wie im Amazonas höchstpersönlich, ey. Sehr gut. Also, ich habe jetzt hier nochmal ordentlich Steine und Deko reingemacht. Ich glaube, die Temperatur sollte mittlerweile auch stimmen. Was hatten wir gesagt? Wir gehen auf 27 Grad hoch. Das stellen wir nochmal eben ein. 27 Grad. Das heißt, die Temperatur passt dann jetzt gleich. Deko ist drin, Pflanzen sind drin. Höchstwahrscheinlich muss da noch ein bisschen mehr Deko rein. Das hat beim letzten Mal auch schon gefehlt. Vielleicht sogar hier sowas wieder. So Säulen und sowas. Wir machen mal ein bisschen größere. Und dann bauen wir hier mal so vier so kaputte Säulen irgendwo hin. Na, wo sind die alle jetzt gelandet? Nein, ich habe keine Kohlen mehr. Oh, das ist aber Katastrophe. Da müssen wir ja was verkaufen. Zack, verkauft. Zack, verkauft. Das kannst du ja nicht ausdenken. Ui, ei, 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 ei. Schnell noch ein bisschen die Fische füttern. Vielleicht können wir ja schon ein paar von den Fischen hier verkaufen. Ich hoffe, da sind schon ein paar nachgezüchtet worden. Ja, ich glaube, bei den Clownsfischen ist schon gerade wieder Party. Ei, ei, ei. Und was kann ich noch verkaufen? Kann ich ein paar Eimer verkaufen? Verkaufen. Einen zumindest. Vier Stück hatte ich ja. Vier Stück reichen. So. Na, das ist ja ein Dingen. 97 Ocken. Okay, dann hoffen wir mal, dass das reicht. Ich kaufe mal jetzt hier sechs Stück von den kleinen Guppies, Alten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoppala. So. Und Guppies. Wie sieht's aus? Anzahl der Fische noch nicht genug. Aber Temperatur top. Vegetation top. Dekorationsanzahl mehr als top. Anzahl der Fische noch nicht genug. Das heißt, die wollen einfach noch mehr, die Guppies. Wir hauen hier schon mal ein bisschen Futter rein. Vielleicht rattern die schon mal ein bisschen los. So, dann gebt doch mal Gummi und vermehrt euch und werdet ein bisschen größer und so Sachen. 55 Ocken. Wir gehen noch mal mehr auf die Guppies. Mehr Guppies. Kaufen. Nochmal 5 Stück. Dann habe ich 11 Stück hier drin. Und Guppies. Wie sieht's aus? Müssen wir erstmal einen treffen hier. Da. Jawohl. Anzahl ist perfekt. Perfekt. Okay. Jetzt haben wir leider nur noch 10 Ocken. Und wir müssen noch zwei Arten von Fischen glücklich machen. Ich muss Sachen verkaufen. Was ist damit? Kann ich das verkaufen? Verkaufen. 30.
hier die olle Rolle. Verkaufen bringt nichts. Egal, wir haben 30 Tacken gekriegt. Was ist mit der Erde? Verkaufen auch 30. Perfekt. 30. Alter, wir sind richtig reich. Okay, die nächsten Fische kaufen. Was für ein knappes Business, Alter. So, Guppies haben wir genug. Wie teuer waren die? 18. Die kriegen wir doch günstiger mit 15. Wir nehmen mal 5 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und? Alter, perfekt. Anzahl der Fische ist gut, Dekoration ist super, Vegetation ist super, Temperatur ist super. Die sind komplett glücklich. Nächstes. 37. Kann ich noch was verkaufen? Kann ich noch irgendetwas verkaufen? Ich könnte noch ein paar Eimer verkaufen zur Not. Wie viel kosten mich diese Fische? Oh, die sind aber super teuer. 35? 60? Goldfisch geht nicht. Oh, warte mal, nee, das waren die billigen, das sind die 100! Aber wäre auch nicht schlecht. 84. Und für den ist es zu warm. Alter, das wäre ja krass. Der sieht aber auch natürlich edel aus, ne? Was meinst du, da kriegst du bestimmt gut Kohle für, wenn er groß ist. Ich muss ein bisschen was verkaufen. Was kriege ich noch verkauft? Wir verkaufen hier... Warte mal, ein so ein Deko-Ding war, glaube ich, zu viel. Kriege ich nicht noch so ein bisschen Deko verkauft? 13. Verkauft. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, nicht, dass hier die Fische auf einmal schlechte Laune kriegen. Siehst du, Dekorationsanzahl ist so oh lala. Oh, hier ist Anzahl der Fische schon zu viel. Oh, wir können Seepferdchen verkaufen. 53. Nochmal 50. Verkauft. Geil, Alter. Das ist ja super. Was ist hier mit, warte mal. Hier dem anderen. Anzahl der... Ja, die sind ganz okay damit. Hier, Clownsfisch. Auch zu viele. Verkaufen. Da hinten. Verkaufen. Und was ist hier mit den bläulichen Dingern? Da. Auch zu viele. Verkaufen. Noch ein. Hier. Leopard-Drückerfisch. 72 Algen. Verkaufen. Alter, wir haben 357 Ocken mit dem Verkauf von irgendwelchen komischen Fischen gemacht. Mega. Heißt also, wir können jetzt auf diesen Fisch hier gehen. In ganz klein. Perfekt, wir kriegen 4 Stück. Gekauft, hier sind sie. Edel. Hoppala. Und gib ihm. Nein, die sind noch nicht glücklich. Zu viel Vegetation. Ach, wie seid ihr drauf? Warte mal, das kollidiert. Vegetation könnte ich reduzieren. Und wie sieht es bei den anderen hier aus? Vegetation könnte ich ein wenig noch reduzieren. Nicht so viel. Verkaufen. Verkaufen. Wie sieht's aus hier? Und hier bei den Großen? Die kollidieren miteinander. Schade. Das wird nichts. Für die einen ist es zu viel, für den anderen ist es zu wenig. Doch. Es passt. Oh, grenzwertig. Alter, genau auf der Grenze. Und bei den anderen hier? Genau auf der Grenze mit der Vegetation. Wie krass. Okay, perfekt. Stell das Aquarium an den Platz. So, wie war das? Rechte Maustaste, linke Maustaste? Und links abstellen.
perfekt. Und ich habe, glaube ich, noch gar kein Licht angemacht. Wir machen hier weißes Licht auf 25. Müssen wir das mal anmachen. Hier. Oder so Blaugedöns kann man auch machen, ne? Wobei weißes Licht ist eigentlich schon immer... Rosa geht gar nicht. Rot. Wenn der Kirre. Grün. Blau. Gelb. Ich mach mal hier weißes Licht auch rein. Sieht ganz geil aus hier mit den hellen Untergrund und so. So. Alles klar, ey. Wir haben zwei ganz geile Aquarien hier in unserem Keller, alten Lüpp der Lachs. Nicht schlecht. Wir haben zwar nur noch 77 Ocken, aber dafür haben wir auch ordentlich was ausgegeben. So, als allererstes Tiere füttern. Denn, hoppala, denn die sollen ja ordentlich rammeln. Und sich ver... Alter, guck mal, wie groß der eine hier links schon geworden ist. Und sich ordentlich vermehren. Je größer die werden, umso mehr Kohlen kommen dabei rum. Das ist natürlich der Hammer. Zum Glück muss man nicht zwischendurch noch hier seine komischen Filter und sowas sauber machen. Und das Wasser abpumpen. Und was nicht eine eklige Scheiße, die halt immer damit zusammenhängt mit den Aquarien, oder? So, hauen wir nochmal einen rein hier. Perfekt. Wahrscheinlich muss ich aber zwischendurch die Algen wegwischen oder so. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Wäre aber auch nicht so geil, muss ich gestehen. Okay, wähle das Aquarium, das du verkaufen möchtest. Drücke Q, um zu inspizieren und verkaufen. Wait a minute, jetzt habe ich das hier hingebastelt und jetzt kann ich, jetzt soll ich das verkaufen? Naja, ich würde sagen, wir verkaufen das hier, weil das habe ich jetzt gerade erst gemacht. Ich meine, die sind ja jetzt zwar noch nicht so richtig geil groß, aber... Oder wir verkaufen das hier. 3,7 ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Drücke Q, um es zu verkaufen. Jetzt kann ich das gesamte Aquarium verkaufen? Warte mal, eben abbrechen. Was ist denn hier mit geschlossen und öffnen? Es ist zu früh, um einen Laden zu eröffnen. Okay, wir verkaufen einfach dreist das gesamte Aquarium hier. Kann ich noch irgendwas tun, damit die Fische wachsen und glücklich werden? Anzahl der Fische schon zu groß? Schon zu groß, das heißt, theoretisch könnte ich schon welche verkaufen. Wo sind hier diese Riesenfische? Die sind noch ganz happy. 3729. Kann ich die noch ein bisschen überfressen? Überfüttern? Der da hinten, den will ich. Ohne der. Er ist hier der Alpha, ey. Er ist hier der Oberbabbo. 73 Tacken aber auch nur. Da kommt nicht mehr bei rum. 3746. Was ist mit dem Futter hier? So, die sind komplett zufrieden. Komplett zufrieden, komplett zufrieden. Vegetation passt. Anzahl der Fische passt. Was ist mit den kleinen Guppies? Das waren die verkehrten. Hier, Guppi. Anzahl der Fische, es wird schon langsam mehr. Da ist natürlich jetzt der Nachteil. Man hat so viele kleine Guppies und du musst dich halt ständig darum kümmern. Also machen noch große Fische mehr Sinn, ne? Ich glaube, ich verkaufe als erstes dieses hier und richte das vielleicht nochmal neu ein mit komplett großen Fischen. Oder ich verkaufe sie beide. Ich weiß es doch einfach nicht. Ich verkaufe erstmal das hier. Verkaufen. Der Verkauf von
Aquarien ist ein schneller Weg, um, Alter, man kann es kaum lesen, viel Geld zu verdienen. Je besser der Zustand des Aquariums, je mehr zu Upgrade, desto mehr bekommst du. Vergiss nicht, das Aquarium gut zu pflegen. Fische sind glücklich und so weiter. Ja. Ja, dankeschön. Verkaufen. Bist du sicher, dass du dieses Aquarium wirklich verkaufen willst? Ja! Jawohl, Alden! Hoppala, schon wieder. Ja, Alter! Verkauft! Kaufe einen Tisch im anderen Raum für das nächste Aquarium. Hä? Okay. Kaufe ein neues Aquarium im Laden. Ja, eckig, oder? Okay. 200, 130, 200. 130, auch nicht schlecht. Kaufen. Oh, was hier noch alles rein kann. Ich habe keine Ahnung, aber... Oh, jetzt steht's hier. Okay, und es geht wieder von vorne los. Wir haben 3000 Ocken. Hm, abgefahren. Ich würde sagen, eins kriegen wir noch hin, oder? Das heißt, wir haben ja gerade in Panik einige Sachen verkaufen müssen, weil wir ja kurz vorm Bankrott waren. Dementsprechend gönnen wir uns jetzt... Da, Untergrund. Wir nehmen hier einfach mal so einen Beutel. Gekauft. Wir brauchen Deko. Zack, und die Schaufel. Rein damit. So, damit haben wir das gefüllt. Und gerade im Augenwinkel habe ich schon gesehen, Alter, unser Aquarium hier ist gerade schon übelst im Wert gestiegen. 3276, sehr gut. Zack, zack, wir füttern mal eben nach, immer schön feeden. Und die Fischis strömen da alle hin und fressen, finde ich mega gut. So, was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen einen schicken Hintergrund und wir machen das ganz genauso wie das da vorne. Das finde ich eigentlich ganz geil, nicht so viel Schnickschnack und so. Zack, eher schlicht. Dann brauchen wir noch ein bisschen Lampen und Elektronik. Wir brauchen einmal hier so eine Pumpe. Wir brauchen Temperatur und so einen Fühler. Wir brauchen die Lampen. Fertig. Alles einsammeln. Das heißt, wir klatschen hier natürlich wieder die Lampen drauf. Einmal. Dann kommen hier die komischen Zäpfchen an die Seite. Zack. Und so. Dann benötigen wir hier jetzt passende Fische für. Erstmal füllen wir das Wasser auf. Dann schauen wir mal eben, was wir denn hier für Fische reintun. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die Süßwasserfische. Was ist denn hier mit den Diskusfischen? Wenn wir die hochmachen, sind die doch gar nicht so schlecht. Und sie können 27 bis 30 Grad. Was ist mit denen hier? Alter, die nehmen wir. Wir gucken mal, was die benötigen. Der Zitronenbuntbarsch darf nicht mit anderen Papageien verwechselt werden. Ja, wieder auch nicht, Alter. Keine Sorge, ist ja ein Fisch. Natürliche Färbung des Fisches, rot, gelb und grau, Farben, bla bla bla. Ja, nett. Temperatur 24 bis 28. 24 bis 28. Das heißt, wir gehen einfach auf 25 Grad. Oder? Den? Das passt nicht. Das passt nicht. 24 bis 28. Oder wir gehen einfach auf 28 Grad und wir haben hier zweimal glückliche Fische drin. Wir nehmen beides mal die großen. Genau, wir stellen mal ein hier 28 Grad. Rechte Maustaste aktivieren. 28 Grad.
Das passt. Aktivieren. Der Filter lübt. So, und dann brauchen wir hier natürlich noch die passende Vegetation und alles. Wir schmeißen aber jetzt schon mal die Fische rein. Denn mich würde sehr interessieren, ein Diskus in ganz klein. Warte mal. Kann ich nicht einen Besatz hier rausnehmen? Die haben sich doch bestimmt schon vermehrt. Exzellent, Alter. So machen wir das. So machen wir das. Jetzt überlege ich schon gerade, wie wir noch mehr praktische andere Fische kriegen können. Wir müssen mal eben gucken, wie die sich gerade fühlen. Diskusfisch. Sind schon zu viele drin, siehst du? Und jetzt nehmen wir mal eben den Kescher und keschern uns hier so einen Diskusfisch. Ich hoffe, ich kriege einen. Das ist keiner, Alter. Jetzt will ich auch nicht die ganz großen, ich will ja die kleinen. Da hinten. Das war auch ein großer. Das wird ja tricky, ey. Das sehe ich jetzt schon, wie das tricky wird. Ach komm, rein damit. Platsch. Na Alten, wie ist es? Temperatur top, Vegetation scheiße. Ja, ist klar. Fische auch, okay. Diskusfisch. So, dann hatten wir gesagt, nee, gar nicht Diskusfisch. Doch Diskusfisch. Den hier. In klein kaufen. Reinschmeißen. Temperatur perfekt. Vegetation. Dekoration. Anzahl der Fische. Okay, wir müssen dekorieren. So, zwei Arten Pflanzen haben wir hier. Wir machen hier nicht so viel Gedöns, nicht so viel Shishi. Denn, soweit ich das jetzt beim letzten Mal gesehen habe, wollten die gar nicht so viel. Deswegen müssen wir da mal gucken, dass wir das so ein bisschen... ...bisschen hier, ...bisschen karg halten. Dann sieht das halt nur mal so aus. Das ist halt, ne? Alles, was der Fisch so will. So. Was sagen die Fische nu? Vegetation voll okay. Und was sagt er hier? Vegetation schon fast zu viel, Alten. Siehst du? So unterschiedlich sind sie. Kriegen wir noch eine dritte Art hier rein? Wäre doch nicht schlecht, oder? Drei Arten? Ich lasse erstmal nur zwei. So. Steine. Deko. Achso, genau. Deko. Ein riesen Deko-Klotz. Bam. Wie sieht das bei euch aus? Ihr braucht noch mehr, ne? Ja, die brauchen auf jeden Fall noch mehr. Zwei riesen Steine klatsche ich hier rein. Passt das denn hier? Seid ihr damit zufrieden hier mit zwei riesen Steinen? Wie sieht das aus? Passen die überhaupt hier rein? Sag mal, ich muss hier irgendwie den Stein drehen. Wie soll ich denn hier so einen Stein irgendwie... Ah, warte, da, da, da. Und jetzt, 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 jetzt. Da war doch ein kurzer... Da. Achtung. Bam. Na, wie sieht's aus? Vegetation immer noch okay. Deko noch nicht so wirklich. Nächster Riesenklumpen. Das finde ich eigentlich ganz geil, ey. Weniger Schnickschnack und Shishi. Einfach mal so ein paar grobe Elemente rein und gib ihm, ey. Rums. Auf den Fisch drauf. Der windet sich da schon wieder raus. So, das Ding nochmal runter. Und das Ding von da oben drauf. So. So sieht das aus. Richtig. So, dann müssen wir hier vielleicht nochmal ein bisschen die Pflanzen umändern. Die sind ja jetzt hier halb erdrückt. So. So. So.
So, Ehre. So, wie sieht er, wie macht sich er hier? Was hat er? Er braucht mal noch ein bisschen mehr Deko. Kannst du dir nicht ausdenken. Was ist mit dem anderen hier? Kannst du ja nicht mehr sehen hier. Komm, komm, komm. Auch ganz viel mehr Deko. Oh, okay. Ei, ei, ei. Sehen wir nochmal hier so vier große, mittelgroße Klötze. Und ballern die hier einfach nochmal rein, ey. Na gut, das sieht so ein bisschen aus jetzt hier gerade. Wie von einer Baustelle. Ja. Na, das muss ja immer so einen gewissen Schick haben. So von gerade so lasziv hingefallen. Als ob das so aus Versehen. So. So, Fisch, wie ist er nu? Alter, Deko schmeckt ihm schon. Bei ihm hier, glaube ich, noch nicht, oder? Doch, so gerade. Ich würde sagen, einen Klumpen schmeißen wir noch rein. Ein Klumpen kriegen wir noch rein von der Deko. Wie wäre es hier mit so einem halben Baum? In groß. So. Muss ich natürlich nochmal so ein bisschen drehen. Und. Ja, ein Traum. Ich sage dir. Deko perfekt. Wo ist der andere? Deko voll okay. So, jetzt sind sie natürlich beide mit der Anzahl der Fische nicht zufrieden. Und wir entführen natürlich von diesen anderen Fischen hier. Entführen wir irgendwie ein oder zwei. Kannst du nicht ausdenken, der grabbt einfach irgendwas, oder? Das ist doch nicht gezielt, das ist doch niemals gezielt, was er hier macht. Muss ich da selber reinspringen oder was? Ha, hab einen. Auch noch einen kleinen. Jetzt nehme ich aber noch zwei Stück oder so. Hier. Das war nichts, das war gar nichts. Hier. Falscher Fisch. Da. Alter, da kann ich ja besser mit der Angel rumhantieren. Da, hier unten, hier. Da. Alter, ich fange hier nichts. Ja, jetzt hier. Die werden mir auch gar nicht mehr richtig angezeigt hier, oder? Da jetzt. Verdammter Guppi. Jetzt nehmen wir einfach den Großen hier rein. Fertig. So, Jungs, wie ist das jetzt? Seid ihr happy? Die sind schon happy. Wir nehmen einen noch mehr. Wir nehmen noch einen mehr. Und wir verkaufen dann nämlich bald einfach das Gerät hier. Warum verkaufen wir das Aquarium? Weil das hier nervig ist. So. Dann braucht er hier noch Dudes. Das heißt, wir kaufen Fische von ihm hier. Zack. Kleine. Vier Stück. Drei Stück. Gekauft. Und happy? Nee. Ist das auch ein Schwarmfisch? Mach mich nicht fertig. Nochmal fünf Stück. 200 Ocken, kein Problem, Alter. Wir haben ja gerade übelst die Kohlen. Jetzt sind sie happy. Puh, abgefahren.
So, 2500. Wir sind hier bei 3300. Und haben jetzt hier 2502 Fischarten drin. Was ist mit ihm hier? Glücklich komplett. Was ist mit den Kleinen? Nicht glücklich, weil zu viel Anzahl. Also verkaufen wir schon mal ein bisschen was. Oh, damit ist der Preis, glaube ich, ist der Preis dadurch gestiegen? Den verkaufen wir auch. Anzahl der Guppies verkaufen. Sonst sind die soweit glücklich, ne? Noch ein Guppy mehr verkauft. Und die sind auch soweit glücklich. Jo, das passt doch. Die können natürlich schon wieder was fressen, ist ja klar. Die können auch schon bald wieder fressen. Ja, aber mal ohne Scheiß, ey. Das kann sich im Großen und Ganzen so echt wirklich so sehen lassen, ey. So, kann ich das jetzt hier hinstellen oder muss das da drüben hin? Das war ja wirklich gerade der Plan, dass es hier hin muss, ne? Ja, danke, ist ja eine super Idee. Alter. Ist euch vielleicht schon mal aufgefallen? Dass das Blech da hinten ab muss? Ich stelle einfach hier hin. Warum soll das auch da hinten hin? So. 2,9, Attacke Vollgas. Eine Runde füttern. Alter, was ist denn hier los? Eine Runde füttern. Zack. Zack. Die sind schon wieder bei 3,3. Also ohne Scheiß, das Game kann man wirklich mal ein bisschen zocken. Das ist... Es ist... Also... Hallo? Nische Deluxe? Freakiges Game. Aber nicht schlecht. So, kaufe ein Aquaristikschrank, Alter, Aquastiker, Alter. Von dem Kunden Produkte kaufen können. Jo. Geh. Gekauft. Was nu? Um Artikel zu vervollständigen. Ja, mega. Die Uhr zeigt an, wie viel Zeit du noch hast, um den Laden zu öffnen. Bis dahin versuche, deine Aquarien so schön wie möglich zu dekorieren, um so viel wie möglich aus dem Verkauf deiner Artikel zu verdienen. Alter, wenn du keine Zeit hast, um dich um alles zu kümmern, aber in den nächsten Tagen beenden, der Arbeitstag beginnt um 6 Uhr morgens, ja, ist klar, und das Geschäft öffnet um 14 Uhr. Ja, das sind gute Öffnungszeiten. 6 Uhr morgens. Wir kriegen... Wir kriegen doch bestimmt... Wir müssen mal ein bisschen hier den ganzen Dreck wegräumen. Ey. Wir kriegen doch bestimmt... Ha! Puh. Perfekt. Wir kriegen doch bestimmt hier noch ein weiteres Aquarium hin, oder? Bevor ich jetzt hier alles wegräume. Ich kann doch schnell noch ein Aquarium bauen, was dann da vorne hin kann. Wir haben 1200. Wir bauen noch mal schnell ein kleines Aquarium. Und zwar so eins hier. Zack. Kaufen. Da steht es auch schon. Dann brauchen wir... Wir machen das ratzfatz jetzt hier. Wir brauchen eine Rückwand gekauft. Die kommt diesmal hier hin, weil wir kleben es ja jetzt von der anderen Seite dann dran. Dann brauchen wir den Dreck und die Schaufel. Rein mit dem Dreck. So, der Dreck ist drin. Der Rest kommt weg. Jetzt brauchen wir die Eimer. Wahrscheinlich brauchen wir gar nicht so viele. Voll machen mit Wasser.
Und es gehen tatsächlich auch hier 4 Eimer rein. Es geht genau die gleiche Anzahl der Eimer hier rein wie hier rein. Perfekt, Alter. Sowas mag ich doch. Da muss man sich gar nicht großartig drüber Gedanken machen. Immer 4 Eimer. So, was machen wir? Welche Fische ballern wir rein? So, rein mit den Sachen. Als erstes irgendwie hier dieses komische Zäpfchen da an die Wand klatschen. Na, komm schon. Irgendwie hier muss das doch dran. Kriegt das nicht da hinten hin? Egal, kommt das dahin? 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 Zack, Lampe oben drauf. Die machen wir aber mal richtig hier. Jawohl. Dann an mit der Lampe. Wir machen das Ganze in Rot. Volles Matt. Bam. Dann kommen die Fische da rein. Oh, warte, Temperatur und anschalten erstmal noch. Aktivieren. Was hat man gesagt? 28 Grad. Heizung an. Fisch, Süßwasser, er hier, 28 Grad. 1, 2, 3, 4, 5, kaufen. Fünf Stück und rein damit. Perfekt. So, gesellig sind sie. Sie brauchen noch Deko, Temperatur stimmt noch nicht ganz. Und sie brauchen noch Vegetation und Dekoration. Alter, jetzt aber schnell. Süßwasser, 28 Grad. Passt genau. Machen wir ein bisschen größer. 3 Stück. Das könnte geil aussehen. Ich hoffe es. Na komm, Alter. Ist es zu groß? Mach mal nicht einen auf den hier. Die sind zu groß, Alter. Ach, come on. Schmeiß es doch einfach rein. Das ist doch Grünzeug. Das bewegt sich doch irgendwie, oder? Alter. Alter, was passiert? Was war das jetzt? Was für ein wildes Event war das jetzt? Das waren jetzt gerade die kaufenden Kunden? Ich habe 2000 verdient, weil hier gerade die Kunden reingestürmt sind. Der erste Tag. Mach es besser. Drücke Q. Und jetzt fängt die Scheiße an, Alter. Jetzt muss ich hier Aquarien schrubben. Und jetzt habe ich hier diesen komischen Bug mit der blöden Pflanze, die ich nicht unterkriege. Ich werde weich, Alter. Ich werde weich. Tja, das ist natürlich jetzt wild, ey. Das war jetzt der erste Kundenansturm. Pünktlich 14 Uhr. Dann wird hier komplett rasiert. Und bis dahin müssen wir dann alles wieder im Griff haben, bis dann die nächsten Kunden kommen. Bisschen eigenartig, aber naja, so ist es dann nun mal. Eigentlich nicht schlecht, ne, wenn man weiß, dass um 14 Uhr immer die Kunden kommen. Ratzfatz, da hast du halt nur ein bisschen was zu tun. Und wenn du fertig bist, bist du halt fertig. So, was ist mit denen hier? Temperatur stimmt, Pflanzen stimmen, Anzahl der Fische stimmt, Deko fehlt noch. Das heißt, wir brauchen hier noch ein bisschen Deko mal eben auf die Schnelle. Wir bauen hier so ein paar Säulen rein. Zack, für 200 Ocken kommen hier so ein paar olle Säulen. Zap, zap, zap. Die kommen hier alle rein. Schön mittig. Nee. Ja, wie so Bockwürstchen. Im Wurstwasser. Ja. Zack, reingeschmissen. Perfekt.
Alter, jetzt kriege ich hier diese blöden Blumen nicht weg, ne? Ich werde weich in der Birne, aber ernsthaft. So, Deko passt, alles passt. Jetzt haben sie alle Hunger, haben alle Knast. Also gönnen wir den Fischen erstmal was zu... Wie oft das jetzt schon passiert ist, ne? Gönnen wir denen erstmal was zu snacken. Und wir müssen gleich sauber machen. Das sieht ja aus, ey. So, ich glaube, die Fische sind so einigermaßen happy schon. So, die kriegen auch erstmal was. Die sollen ja auch ordentlich nachzüchten. Kann ich die jetzt hier abschwammen? Nee. Das heißt, ich muss hier jedes Mal... das Aquarium hin und her schleppen. 900 Orken. Ist doch geil, Alter. Für so ein, das war doch jetzt nicht... Das ist doch ganz okay, oder? Für mal eben so schnell gemacht... ist es doch ein ganz gutes Ding. Und jetzt muss ich hier... das Aquarium hier auf dem Arbeitstisch packen. Kann ich das denn jetzt wenigstens wegschrubben alles? Ja. Ich dachte gerade schon erst, ich muss hier tatsächlich alles wieder ablassen und so weiter. Das wäre ja der Oberhammer. Da hätte ich schon gesagt, allen Rage Quit. Das hätte ich ja nicht mitgemacht. Aber so ist es natürlich eine ganz angenehme Geschichte. Theoretisch könnte ich auch die Seitenwände noch schwarz bekleben. Und dann ist das gut. Ja, Alter, wild! Ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch... ich sag mal so, einigermaßen angetan von dem Game, weil es gar nicht so schlecht ist. Es ist die wildeste Thematik, die ich in diesem ganzen Genre bisher irgendwie gesehen habe. Aber ernsthaft, warum denn nicht? Also wirklich, wirklich. Why not? Kriege ich hier jetzt vielleicht endlich diese Blumen angepflanzt, Alter? Ich will nicht mehr diese Blumen tragen. Ich will sie nicht mehr tragen. Kriege ich sie hier irgendwie hin? Ich habe zu große Blumen gekauft. Macht nicht diesen Fehler und kauft diese zu großen Blumen, Alter. Ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Oh mein Gott, ich kann sie wegschmeißen. Ich kann sie in den Mülleimer... ich kann sie in den Mülleimer schmeißen. Rausgeschmissenes Geld. Natürlich. Was soll ich sagen? Aber die einzige Lösung. Ah, oh, danke. Hier fehlt doch irgendwie was. Hier fehlt doch ein Stein oder so. Lecko funny. Wie geht's den Fischen? Anzahl der Fische zu viel. Verkauft für 100. Wie geht's denen hier? Sie brauchen mehr Dekoration und mehr Vegetation. Ich werd weich. Alter, haben die Leute Vegetation gekauft? Was ist hier los? Alles, alles tutti. Die brauchen mehr zu fressen. Hier mehr Vegetation. Okay, ich brauche Vegetation. Kaufen die Leute mir Vegetation weg oder was? Wir nehmen einfach hier dieses komische Algenzeug. Das passt ja überall rein. So, 4 Stück. Zack, 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 zack. Rein damit. Hier, ihr wolltet auch noch einen, ne? So, rein damit. Wie sieht das nun aus bei euch? Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles gut. Hier. Alles gut. Was mit den Guppies? Alles gut. So. Top. Jetzt hier bei den Kollegen. Alles gut, bis auf mehr Vegetation und mehr Deko. Also rein mit der Vegetation. So. Nu. Vegetation am Limit. Und bei den Roten. Vegetation, alles tutti. Mehr Deko. Deko. Hier nehmen wir ein paar alle Säulen, Alten. Gekauft. Flip, flip, flip. Dreimal die ollen Säulen da rein. So. Wie sieht das aus?
Deko glücklich, anderer Fisch. Deko glücklich. Kriegen wir hier noch einen rein? Ich würde sagen, nö, wir lassen das. Müssen wir hier schrubben? Können wir hier schon schrubben? Können wir nicht. Okay. Perfekt. Perfekt. Wir hatten noch gar nicht Licht an, ne? Guck mal hier, Alter. Geht doch. Geht doch. 3.900 hier der Wert. Weiß ist an. Lassen wir auch erstmal so, wie es ist. 2.8. Wir müssen auf jeden Fall nachfüttern. Tausend. Schon ein bisschen mehr. Wie ist es mit der Glücklichkeit hier? 14:01 Uhr. Ich habe den Laden nicht offen gemacht. Oh, 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 oh. Aufmachen. Dieses Happening macht mich aber auch irgendwie anders kirre. Die kaufen mir meine ganzen Fischis weg. Kann man machen, Alter. Jetzt könnte ich ja auch noch einzelne Aquarien. Jetzt muss ich das sauber machen, ist klar. Kann man machen. Ich müsste gucken, dass ich die jedes Mal einfach verkaufe, die Aquarien. Oder ich verkaufe es so, wie es ist, so dreckig, wie es ist. 3-1, einfach komplett verkaufen. Zack, weg. Ich nehme da einfach ein paar Fische raus, setze hier eine Anzahl Fische einfach neu rein und den Rest verkaufe ich so, wie es ist. So machen wir das. Wenn es dreckig ist, verkaufen. Alter. Abgefahren. Aber ich glaube, so geht das gerade. Ich mache mal eben hier einen auf Speichern. Speichern. Schließen. Und ich würde sagen, ihr Lümmels, wir gucken da auf jeden Fall nochmal rein. Das ist irgendwie wild, das Game. Und ich kann mich, glaube ich, echt damit anfreunden. Ich glaube, ich packe das auch mal im Stream, oder? Rinjahauen, ihr Guppies. Und, ja, beim nächsten Mal... Nee. Ich glaube, das reicht. Wir machen da mal ein bisschen weiter auf dem, im Stream. Und ich würde sagen, hau da rein. Wir sehen uns im Stream, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr auf Twitch oder ansonsten in einem der nächsten Videos auf YouTube. Bis dahin.